Hallo zusammen. Bei den Kraftwirkungen im elektrischen Feld gab es eine interessante Symmetrie. Eine Ladung Q, die hat ja ein elektrisches Feld erzeugt, was wir dann benutzt haben, um die Kraftwirkung zu beschreiben. Und wenn das eine positive Ladung war, dann sah das Feld ja ungefähr so aus. Und mit Hilfe dieses Feldes haben wir die Kraftwirkung auf die Probeladung klein q beschrieben. Nun, diese Ladung klein q, das war ja auch eine Ladung, das heißt, die erzeugte eigentlich auch ein elektrisches Feld, und wenn das eine positive Ladung war, dann sah deren Feld ja ähnlich aus wie das Feld der Ladung groß q, das heißt, das hätte dann auch so ein Feld gehabt, und mit Hilfe dieses Feldes konnte man dann auch die Kraft dieser Ladung klein q auf die Ladung groß q beschreiben. Nun, und eine große Ladung hat ja ein starkes Feld erzeugt, eine kleine Ladung hat nur ein schwaches Feld erzeugt. Die Kraftwirkung war dann aber trotzdem gleich, die diese beiden Ladungen aufeinander ausgeübt haben, weil in die Kraftwirkung ja das Produkt aus beiden Ladungen einging. Beim Magnetfeld haben wir bis jetzt immer nur den Fall betrachtet, dass hier irgendwo durch Permanentmagnete zum Beispiel ein Magnetfeld vorhanden ist, in das dann so eine Ladung, Probeladung Q, hier hineinfliegt, und diese Probeladung Q wird dann im Feld abgelenkt. Aber diese Symmetrie haben wir dadurch noch nicht hergestellt. Und die Symmetrie, das würde ja heißen, dass vielleicht diese Ladung klein q aufgrund ihrer Bewegung vielleicht auch ein Magnetfeld erzeugt. Und das ist es, was wir in diesem Video mal anschauen wollen. Wir nehmen einfach einen Draht hier her. Wir lassen einen Strom in diesem Draht fließen. In diese Richtung soll da ein Strom fließen. Das heißt, hier habe ich den positiven Pol der Spannungsquelle, hier wäre der negative Pol der Spannungsquelle. Der Strom fließt hier durch, und wir schauen uns mal an, ob jetzt nicht durch diese Unmengen von bewegten Ladungsträgern hier drin, ob da nicht ein magnetisches Feld dann erzeugt wird. Und wenn wir nachmessen, zum Beispiel indem wir Magnetnadeln hier in die Nähe des Drahtes halten, dann stellen wir tatsächlich fest, dass es ein magnetisches Feld gibt. Und das magnetische Feld, wenn wir da die Feldlinien malen, dann geht das magnetische Feld rund um diesen Draht herum. Das heißt, das fängt hier hinten, wenn wir von hinten kommen, würde das hier vorgehen, vorne vorbeilaufen und wieder hinten hinter dem Draht durchgehen. Also sozusagen konzentrische Ringe rund um diesen Draht. Wir könnten das auch anders malen. Wir könnten auch sagen, also hier kommen diese Ringe aus der Bildschirmebene heraus und hier laufen die Feldlinien wieder in die Bildschirmebene hinein. Also sozusagen so, dass wir hier vorne, das was wir sehen, so, und dass wir sozusagen hinten in der Bildschirmebene drinnen. So würden diese Feldlinien hier rund um diesen Draht laufen. Und der Betrag dieses Feldes, dieses magnetischen Feldes, ist gegeben durch eine Konstante μ mal der Stromstärke in dem Draht geteilt durch 2πr, wobei r hier der Abstand des Ortes, wo ich messe, vom Draht sein soll. Also das hier ist die Strecke r. Das μ, das beschreibt mir, in welchem Medium dieser Draht läuft. Das ist so eine Materialgröße. Und wenn ich den Draht im Vakuum habe, dann verwende ich hier diesen Wert μ0. Und der Wert für ein Vakuum ist auch fast derselbe Wert wie für Luft. Das brauchen wir nicht zu unterscheiden. Also Vakuum oder Luft, dann haben wir hier diesen Wert μ0. Und der Wert von μ0, beträgt 4 Pi mal 10 hoch minus 7. Und zwar sind das Voltsekunden pro Amperemeter. Das nennt sich magnetische Feldkonstante. Also μ0 ist die magnetische Feldkonstante. Die hieß früher mal anders, also vor 20 Jahren hieß das mal magnetische Permeabilität des Vakuums. Und wie das immer so ist, diese verschiedenen Begriffe, auch die alten Begriffe, die geistern natürlich immer noch durch die Literatur und auch durch das Internet. Also der richtige Name für das μ0 ist magnetische
Feldkonstante. Ja, gehen wir nochmal zurück zu dieser Gleichung hier. Das heißt ja nichts anderes, als dass diese magnetische Flussdichte, die magnetische Flussdichte ist diese Feldkonstante mal der Stromstärke geteilt durch 2πr. Was ist denn 2πr? 2πr ist doch gerade der Umfang dieses Kreises hier. Das heißt, ich verteile sozusagen einen konstanten Wert, der mir hier durch diesen Strom gegeben ist, diesen Wert verteile ich hier auf den Umfang dieses Kreises. Und das heißt dann nichts anderes, als wenn der Kreis sehr klein ist, dass ich dann natürlich entsprechend große Flussdichten habe. Und wenn der Kreis sehr groß ist, dann ist natürlich die Flussdichte da sehr gering. Da kann ich dann also kaum noch magnetische Effekte erwarten. Diese Gleichung seht ihr natürlich auch oft in abgewandelter Form mit der magnetischen Feldstärke, mit diesem H-Feld. Das H-Feld und das B-Feld, das hängt ja über diese magnetische Feldkonstante zusammen. Also H-Feld, das ist nichts anderes als das B-Feld geteilt durch μ0, durch diese Konstante. Wir haben bis jetzt nie über diese magnetische Feldstärke gesprochen. Wir haben immer von der magnetischen Flussdichte gesprochen. Und das hat auch seinen Grund darin, dass das, was tatsächlich physikalische Wirkungen hervorruft, ist immer diese B-Feld, ist immer die magnetische Flussdichte. Dieses H-Feld ist eigentlich eine künstliche Rechengröße und dieses H-Feld tritt immer dann in Erscheinung, wenn es darum geht, Magnetfelder in Materialien zu beschreiben. Also lasst euch nicht verwirren, immer mit dieser magnetischen Feldstärke, mit diesem H-Feld. Das, was tatsächlich physikalische Realität hat, ist die magnetische Flussdichte, dieses B-Feld. Und das reicht dann auch völlig aus, um alle tatsächlich messbaren Effekte des Magnetfeldes zu beschreiben. Wir könnten mal versuchen, hier ein paar Zahlenwerte einzusetzen. Also wenn ich jetzt meinen Strom, nehme ich mal an, ich hätte hier 2 Ampere, die hier durch diesen Draht hier durchfließen. Und der Abstand, ich nehme mal irgendeinen Abstand, sage ich mal 3 Meter. Also ich möchte wissen, wie groß ist die Flussdichte rund um diesen Draht, der mit 2 Ampere durchflossen wird, im Abstand von 3 Meter. Wie rechne ich das? Ja, ich setze das einfach alles ein hier oben. Das heißt, der Betrag der Flussdichte im Abstand von 3 Meter wäre dann magnetische Feldkonstante, also 4π mal 10 hoch minus 7, mal der Stromstärke, das waren 2 Ampere, und dann teile ich durch 2π, r ist 3 Meter, mal 3. Und praktischerweise steht hier in der Konstante das Pi drin. Das heißt, die 2 geht weg, das Pi geht weg. Und was bleibt mir? Das sind also 4 Drittel mal 10 hoch minus 7. Ja, was? Tesla. Tesla. Tesla als SI-Einheit ergibt sich dann, wenn wir hier konsequent SI-Einheiten verwenden in der Berechnung. Also ein recht schwacher Effekt hier im Abstand von 3 Meter. Ja, jetzt kennen wir den Betrag. Was ist denn jetzt mit der Richtung des magnetischen Feldes? Da gibt es wieder so eine rechte Handregel, diesmal aber eine andere rechte Handregel, als wir das bisher kennen. Eine einfache Variante. Wir nehmen einfach die rechte Hand, legen die um den Draht, und zwar so, dass der Daumen in Stromrichtung zeigt. Dann zeigen uns die Finger die Richtung dieser Feldlinien an. Ja, also wenn wir das bei dem Draht mal machen, wir greifen einfach mal um diesen Draht hier. Also hier hätten wir den Daumen. Und die Finger, die würden jetzt hier so diesen Draht so umfassen. So, hier wäre der Handrücken. So ungefähr. Ja, und da läuft dieser Draht hier so durch. Und die Richtung der Finger, die zeigt mir also an, dass die Feldlinien sagen, hier nach hinten gehen und hier vorne wieder herauskommen. Das ist also hier diese einfache Merkregel, um festzustellen, wie rum diese Feldlinien den Draht umfließen. Und wenn sich die Stromrichtung umkehrt, dann würde sich auch die Orientierung dieser Feldlinien hier umkehren. Ja, soweit zum Feld eines
stromdurchflossenen Leiters. Und im nächsten Video werden wir mal zwei Drähte nebeneinander stellen und dann schauen, wie die Kraftwirkung aussieht.